Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Schnucklis. Und willkommen zurück, wie geht das, bei Let's Play Dark Souls 2. Naja, er hat halt nicht viele Finger, der Sägewerk Glutmeister. Die sind schon weggeschmolzen. Oh, da drüben ist schon ein Schmied. So, beim letzten Mal sind wir aber beim ersten großen Kristallgegner vorbei, haben den Schwanz eingeklemmt, sind dann zum ersten Boss, haben ihn weggeschnetzelt und letztendlich hier hingekommen, nachdem wir vor Mr. Schwertboy weggelaufen sind. Und dann haben wir die gute Frau mit ihrer PlayStation VR-Brille hier gesehen, aber noch nicht angesprochen. Dankeschön. I'm a firekeeper. Ah, gibt's euch doch noch. I tend to the flame and tend to thee. Dann macht mir ein Müsli. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end I am at thy side. So, oh, okay. Ich hatte mir schon fast gedacht, dass man bei ihr aufsteigen kann. Also es ist wieder nicht bei den Leuchtfeuern. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde die Frisur geil. Die Frisur ist super. Ich stehe auf diese Haare, vor allem auch auf diese weißen. Manch eine Frau wäre nicht neidisch bei dem Grau. Und, oh, was waren die Arme? Achso, es waren nur die Arme von vorne. Okay, ich habe schon gedacht, man könnte in sie reingucken. Produce the coiled sword at the bonfire. Kannst du nicht sehen? Ash will guide thee to the land of the lords. Nein, stimmt, sie kann nicht sehen. Where the homes of the lords converge. Drangley, Lothric und Lordran. Was ist der Unterschied? To be unkindled is to be a vessel for souls. Und für große Augen. Sovereignless souls will become thy strength. Mein Kinn ist die Stärke. Ashen One, bring me souls plucked from their vessels. Ashen One, to be. Okay. Die Frage ist, will ich was leveln? Gucken wir mal. What? Touch the demon inside me? Nourishment from these sovereignless souls. Womit soll ich denn deine Darkness in dir touchen? Hm? Touchdown! 6 Touchdowns bei einem aufleveln! Moment, war was anderes. So, Vitalitätszauberei. Kondition, also, oh, okay. Kondition und Belastbarkeit, das eine ist wahrscheinlich hier Ausdauer, das andere leider Belastung. Wäre schön, wenn es wieder derselbe Stat wäre. Ja, dann haben wir Stärke. Ja, oh, wir können 4-mal aufleveln. Nice. Wir haben Geschicklichkeit. Hoppala. Und wir haben, okay, Intelligenz, Glaube und Zauberei sind wahrscheinlich Dinger, die ich kaum brauchen werde. Und Glück. Moment, das können wir wieder nachlesen. Guck mal zu, wo Glück jetzt da ist. Wert der. Achso, ich war auf Glück. Ich möchte wissen, was Glück ist. Ich drücke nach links auf dem Gamepad. Hier auf dem Digipad. Das ist scheiße bei der Xbox 360. Dieses Attribut erhöht die Chance, Gegenstände zu finden. Aha, und erhöht die Wirkung von Giften und blutenden Wunden bei Gegnern. Auch leitet sich die Resistenz gegen Flüche davon ab. Also klingt gar nicht mal so verkehrt, Glück. Aber ich weiß nicht, wie gut Flüche, ich meine, Gift und Blutung in diesem Spiel sind. Ich weiß nicht, ob ich darauf setzen soll. Deswegen sagen, mach mal einmal Geschicklichkeit. Belastbarkeit. Ja, ich trage jetzt noch nicht so viel mit mir. Halten wir das und dann. Ja. Ja, machen wir das mal so. Das ist gut so. Oh, sie hat mir die Erleuchtung gebracht. Gut, dann gucken wir weiter. Wir haben hier noch Keller und sowas. Ich gucke jetzt. Ich kann natürlich sein, dass es das schon mal war gestern. Vorgestern. Ich habe auch keine Ahnung weiterhin von diesem Spiel. Ich weiß es nicht. Es gibt so einen Zirona GR war es, glaube ich. Der sagt, oh Gott sei Dank, Bernd, fängst du endlich hiermit an. Ich konnte schon nicht mehr an mich halten, weil ich wollte quasi dieses Erlebnis mit dir teilen hier. Das allererste Mal. Und man kann sich ja quasi nicht vor Erkenntnissen oder wie das heißt hier vor Spoilern oder sowas zurückschätzen. Ah, Trost. Und also mir ist es eigentlich ganz gut gelungen. Oh, bist du der Hexereilehrer? Pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. Also es ist eine Frau. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets and spells. Die Oma. I have lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And Tina, I'm strong too, but not so charitable as to give my goods away. Das ist schade, nachdem ich meine Seelen ausgegeben habe. And bring them
to me? As is thy wont, no? Wenn du mir einen Rabatt gibst, darfst du auch Fleisch auf meiner Glut grillen. Ist das jetzt normal? Ich meine, die Dame da hinten hat sich die Augen zugemacht. Die hat sich die Augen zugemacht. Jetzt ja, bla 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 bla. So, such dir Zivi. Ich wollte jetzt noch eine Sache gucken. So, ich wollte jetzt mal gucken. Hast du auch die Augen zu? Mach die Augen... Nee. Oh mein Gott. Oh, ist der traurig. Hätte ich jetzt Zuschauer reden, würden, glaube ich, ihre Muttergefühle heraussprechen und sie würden gerne diesen Typen an die Brust nehmen. Und ganz viel festkuscheln. Ah, well, how may I... Oh, man kann auch direkt verkaufen, das ist ja ein Dingen. Ja, ich fände es cool, wenn dabei stehen würde, wie viele Seelen man dadurch kriegt, aber es ist mir egal, so zwei... Wow, 1000 Seelen sind diese Dinger wert. Okay, und das Ding nur 200, aber das werde ich mir schön behalten. Okay. Da, ich spreche einfach mit ihr. If my wares are not to thy satisfaction, bring me umbral ash. Was ist Schattenasche? I'll fashion new wares. Ah. Is it not our sorry fate to sup on death? kann ich nicht deinen Stuhl anzünden? Und das sollte doch dann dunkle Asche sein. Knowest thou of that soppy gossip? Nein. That cordial intrusion layeth the path to embers. Ist das von Yoda? In need of a soapstone, ashen one. Genau, den brauche ich. Gib ihn. Then thy pockets will overflow with souls to trade to me. Wahrscheinlich durch das Zeug, was sich Bonusseelen nennt oder so? Okay. Jetzt ist die Frage, wo kriege ich den Speckstein her? Ich will den Speckstein haben. Kannst du ihn verkaufen, den Speckstein? Nee, ach Quatsch, kaufen, so rum. Oh Gott, ich kann mir nichts leisten. Okay, also wir haben hier eine Grundausstattung, die ich mir nicht leisten kann. Ach du liebe Güte. Glut sehr teuer. Ach so, und hier wählt man... Oh, 20.000 Seelen für den Turmschlüssel. Das erinnert mich jetzt aber sehr an dieses Amulett des Artorias oder das Ding hieß. Damit man in den Garten rein kann. Was? Pharons Stachel. Ich dachte schon Pharos? Gibt's wieder die Dinger zum Mäulchen stopfen? Und eine Fackel. Frage ich mich, ob die so ist wie im Bloodborne. Das Blindsein der Leute erinnert mich auch ein bisschen an Bloodborne. Und Ringe haben wir noch keine. Also das scheint also quasi eine immer brauchbare Händlerin zu sein, wenn man an diese Schattenasche rankommt. Und das hier ist dieser... Achso, okay, sie hat den weißen Symbolspeckstein, den ich mir mal leider nicht leisten kann. Deswegen erstmal auf Wiedersehen. Ich frage mich, ob es hier fortwährend... Wie soll ich sagen? Sicher ist. Oder ob man in den Katakomben, den Eingeweiden dieses Feuerbandschreines irgendwas, noch irgendwas Fieses... Du bist Andrew of Astora, oder? Hat auch diese komischen Narben auf der Brust. Well, a newcomer, I see. Oder der Weihnachtsmann. Andrew, I serve at this shrine as a humble smith forging weapons. You're in search of the Lords of Sindhu, I trust. Und du nach einem Barbier. Toilsome journey, I wager. You require good arms. Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. Okay. Also ich weiß ja nur, dass Zeitalter vergangen sind in Dark Souls 2. Wann spielt das hier? Und wieso hast du überlebt? Naja, okay. Waffe verstärken kenne ich, glaube ich, noch. Aber dafür brauche ich zwei Titanitscherben, Kleine. Aber es war in Dark Souls 1 noch ein bisschen anders. Da konnte man zumindest einmal mit einer normalen noch was machen. So. Waffe durchwirken. Okay. Das... Ah, okay, das ist also für diese Edelsteine. Gut, da könnte ich jetzt was Feuriges draus machen. Aber das entfernt dann wieder mal das Scaling mit irgendwelchen Werten. Weiß ich nicht, ob das gut ist. Schadenstechnisch würde es mir, glaube ich, jetzt gerade Vorteile verschaffen. Also von 66 Schaden plus 17 zu 65 und 65. Kommt wahrscheinlich wieder darauf an, wie sie das hier mit der Widerstandskraft der Gegner geleistet haben oder gemacht haben. Rüsterieren, genau, reparieren, aber bei mir ist nichts kaputt. Das lässt darauf schließen, dass die Waffen sich auch wieder reparieren am Leuchtfeuer. Automatisch wie in Dark Souls 2. Estus Flakon Zuwe. Nutzung für zu... Ah. Achso, okay, hier kann ich aussuchen, ob ich mehr blaue oder mehr gelbe oder nur orangene haben möchte.
Ich vermute, die blauen sind irgendwie für Mana oder sowas. Ja, brauch ich nicht. Mana brauch ich nicht. Estus Flakon verstärken. Ich brauche eine Estus Scherbe zum Verstärken. Gut, haben wir nicht. Weapons and protection are sturdy enough by and large. But when overused, they'll eventually break. When their durability is low, repair becomes a necessity. Use a powder or simply rest at a bonfire. But should chance impel them break, bring them me. I'll hammer them back into shape. They take no pleasure in breaking, I assure ye. So handle them with care, if you would. There are two ways to smith weapons. Simple reinforcement is one, and infusion the other. Reinforcement is straightforward. It strengthens a weapon without altering its property. Infusion is a more advanced form of smithing that infuses an element. Reinforcement requires titanite, and infusion requires gems. Bring the stones, and I'll do the smithing. It's my purpose, after all. In battle, your weapons are your only friends. Forge them well, and they won't let you down. Außer in Yu-Gi-Oh! Hurra! Ah, another matter. Infusing weapons with gems requires a special kind of coal. Asche Kohle! My humble coals won't be any use infusing more unusual gems. I know, it's an awful shame, but it's all I have. Oh, please don't give me that look. Believe it or not, I'm quite thin-skinned. I'm not special to you. Oh, by the way, if you find they can be used to reinforce either of your Estus flasks, without those flasks, you'd want for life or focus. And they'll always stay with you. Why not treat them well? Huh? Beavis und Berndhead. Okay, dann, also dann bedeutet FP sind also Fokuspunkte. Ah, das ist also dieses Mana. Okay, das hatten wir schon. Okay, wir sind quasi durch. Da kriege ich es. Ja. Ich gebe immer Acht auf mich. So, und dann würde ich sagen, wir hatten... Ich weiß es gerade gar nicht, wo ich lang könnte. Naja. Höchstens vielleicht noch hier unten weiter, aber wir hatten noch draußen diesen fiesen Burschen herumlaufen. Dieser fiese Bursche, der mir mit seinem Schwert eins über den Bürzel hauen wollte, wenn ich den Ausweg hier mal wieder finden sollte. Oh, ich war hier. Der heilige König Lothric, letzte Hoffnung seiner Linie. Ich frage mich, ob der heilige König Lothric irgendwie ein Bürzlein wird, oder ob es sowas ähnliches wird wie Wendrick. Steht hier auch was? Jorm der Riese aus der gottlosen Hauptstadt. Oh, da steht tatsächlich was, das habe ich gar nicht gesehen. Glüht sogar noch. Moment mal. Diese Throne sehen irgendwie ähnlich groß aus. Oder was ist das hier? Die Wächter des Abgrunds. Ja, die müssen sich wahrscheinlich immer einen Strohhalm ziehen, damit sie wissen, wer jetzt da rein soll. Die Wächter des Abgrunds, das waren doch die, die hier zu fünft oder so waren. Ich habe die gezählt gestern, vorgestern in der Videosequenz. Und was ist mir aufgefallen? Das sind fünf Stück. Hoffentlich sind das nicht die Four Kings. Also, die wahren Four Kings, die eigentlich die wilde 13 sind. Ich glaube, das war der richtige Weg hier, oder? Vorsichts vor rechts. Rechts vor links? Aha. Schnitzel für einen guten Abendschnitzel. Die gute Ernährung ist da. Schnitzel, versuch dahinter und da vorne ist der Kerl. Guck mir mal ganz kurz. Raiden aus Mortal Kombat ist... ordentlich gewachsen worden. Oh shit. Da ist er, ich sehe ihn. Da. Ha! Ich habe fast pariert. Ich muss mal eben hier zum Fußballstadion meine Lieblingsmannschaft anfeuern. Oh Gott! Ich mach 7 Schaden, yes! Shit! Will ich den ersten Tod riskieren hier? Das weiß ich noch nicht. Oh Gott, Angst! Ja, Digga, the real was. Scheiße! Ich versuche ihn gerade zu parieren. Miep, 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 miep
Ich versuche ihn gerade zu parieren, weil mir gerade nichts Besseres einfällt. Aber vielleicht soll ich auch einen Backstab probieren. Oder auch nicht. Boah! Unendlich! Ich muss zurück. Ich muss zurück zum Leuchtfeuer. Ich muss... Das hat keinen Zweck. Das hat keinen Zweck. Lass mich durch. Danke. Ich will nicht meine massiven Lebenspunkte verlieren. Will ich nicht. Angst. So, ich hoffe, ich überlebe das hier runter. Und er nicht. Ui, das war aber auch knapp. Piu. Oh, was haben wir denn hier? Feines Lagerkiste umorganisieren. Was haben wir denn? Was war rein? Oh, stimmt, ich habe Brandbomben. Die kann ich mal probieren vielleicht. Das hier war des feißen Rings. Feißen, weißen Bums. Was, wozu ist das da? Stellt die Verbindung zu anderen Welten wieder her. Diejenigen, die sich ungerechten Taten beim Kontakt mit anderen Welten hingeben, werden ihren Kontakt zu ihnen verlieren. Die Reife des weißen Pfads nehmen solche Sünden auf sich. Doch man findet sie nur sehr selten. Unehrenhaftes Verhalten ist dem eben stets mit Risiken behaftet. Und sowas hat ein Dieb? Moment, ich will ihm was klauen. Ja, Relax, Snack, Snack, Snock. Dieser fiese Möppel hatte doch in der Tat mir gespoilert, dass der Typ das Uchigatana fallen lassen kann. Deswegen hatte ich gerade tatsächlich überlegt, also... Soll ich? Keine Ahnung, ich wäre jetzt nicht an ihm vorbeigelaufen. Ich renne die ganze Zeit falsch hier, glaube ich. Ich hätte ihn schon irgendwie versucht zu überwinden. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt anpacken soll. Der ist übel. Der ist übel drauf. Ich mache kaum Schaden, ich kann ihn kaum staggern und er ist übel drauf. Eine sehr ungesunde Kombination. Vielleicht soll ich irgendwie wiederkommen, wenn ich Level 120 bin und eine Waffe plus 80 habe. Ich meine, gegen die läuft es ja noch irgendwie halbwegs. Aber das ist mit dem Farmen der Seelen, glaube ich, nicht ganz so gut. So, parieren war jetzt eher schlecht, aber ich probiere es noch einmal. Uchs! Und ich weiß, das sieht so aus, als würde jetzt angestürmt kommen. Genau so. Pieks! Moment, ich könnte Feuer... Ich wollte Feuerbomben noch probieren. Nur mach was. Nein, nicht zurückgehen! Dann geht's zum Abgrund! Scheiße. Mach was. Ja! Pieks, haha! Vorsicht! Aua, Schmerzen! Ist die Mutter der Porzellankasse. Kann ich dich in den Abgrund befördern? Was soll dieser verschiedene Stance? Also das... Ich muss gerade mal gucken, in welche Richtung ich gehen darf. Oh Gott! Mal sehen, ob ich das ausnutzen kann. Haha! Jawohl! Zack! Oh Gott! Oh Gott! So, hinter ihm... Oh Gott! Mach das andere! Nein! Böse! Nein! Böse! Das ist okay. Komm her! Komm zu Papa! Komm zu Berdi! Komm zu Papa! Shit! Ich bin im Arsch! Ich bin sowas von im Arsch! Benutzt das! Oh, ist das schön, schnell zu trinken! Okay, wir müssen parieren, das läuft noch nicht so ganz. Aber ich riskiere es nochmal. Komm her. Mach was. Komm her. Nein, komm anders her. Die Zuschauer werden langweilen sich schon, weil ich inkompetent bin. Nein, mach was anderes. Scheiße. Oh Gott. Ich muss zurück. Ich mache es anders. Wir sehen uns gleich wieder. Diesmal darf ich nicht runterfallen. Moment, das lasse ich drin. Ich darf nicht runterfallen. Bin ich am Arsch hier. Und ja, die ganze Real war es, glaube ich, der mir geschrieben hat, oh ja, die habe ich im zweiten Versuch gemacht. Also alles wuschig, alles nussig. Pieks! Oh Gott! Also Zweihand ist auch nicht so das Wahre. Pieks! Oh! Pieks! Reich... Also mit hinten in den Rücken ist, glaube ich, Pieks auch nicht so gut. Haha! I'm the Perry Man. Perry Mason, the man. Oh Gott! Was? Scheiße! Ja, mal ganz ehrlich, wer ahnt denn auch, dass wenn er so ausholt, dass er damit parieren kann? Das ist ja völlig... Pieks! Oh Gott! Pieks! Yeah! Pieks! Falsch! Pieks! Pieks! Nein, nicht so viel pieksen! Das wird ein langer Kampf! Mach was!
Oh mein Gott, es ist nicht mal ein Ansturmangriff. Pix! Haha! Pix! Oh Gott! Pix! 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 Oh Baby! Ich kann ihn damit staggern, yes! Ui! Pix! 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 Weg! Oh, I'm so good! Oder auch nicht? Mach was! Ich will dich parieren! Ich kann es! Hoffentlich überlebe ich... Scheiße! Ich mach mir alles kaputt, was ich jetzt gemacht habe, weil ich ein Arsch im Parieren bin. Oh Gott! Oh Gott! Jesus, hilf mir, mein guter Freund. Der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. So. Piekse dich mit... Ja, zack, zack. Da. Ha, ha, ha. Jetzt hab ich dich. Pieks, pieks, pieks. Blutung, please. Pieks, aua. Oh Gott. Pieks. Bitte töte, lass es reichen. Uchiga Tana und Gewänder und Handschuhe des Meisters. Oh mein Gott. Herzklopfen-Alarm. Handschuhe habe ich noch nicht. Ja, was machen die denn hier? Furchtbar verschlissene Manschetten. Männer denken sich gerne Geschichten aus, um die Zerlumptheit ihrer Kleidung zu erklären. Mein sechster Sinn warnte mich vor der Gefahr. Ich tanzte die wirbelnden Klingen aus und blieb unverletzt. Was kann ich von meiner Kleidung jedoch nicht behaupten? Das heißt, das kann ich von meiner Kleidung jedoch nicht behaupten, oder? Ist das falsch? Was ist besser? Oh, ich glaube, mein Diebeszeug. Ja, mein erster Diebeszug. Erfolgreich. Ach ja, Uchiga Tana. Bessere Waffe. Die ich nicht benutzen kann. Scheiße. Okay, was braucht? Es braucht 16 Geschick und 11 Stärke. Skalierung sieht gar nicht mal so gut aus. War das früher nicht besser bei einem Uchiga Tana oder sehe ich das anders? Verursacht auch Blutung. Ich will es benutzen. Was habe ich denn für Werte? Schauen wir mal rein. Dack, dack, dack. Ich habe Geschicklichkeit... Okay, mir fehlt eine Geschicklichkeit und zwei Stärke für die einhändige Führung. Bin interessiert einhändige Führung gerade. Okay, eine Geschicklichkeit. Mehr brauche ich nicht. Oh, und ich habe ordentlich Seelen gekriegt gegen diesen Gegner. Die wollen wir jetzt mal ausgeben, Fräulein. Ja, habe ich schon. Ja, mach ich, Fräulein. So, wir haben Geschicklichkeit. Oh, das ist... Dü. Stufe 12 erreicht. Und ein Tod. Auf Wiedersehen. Ich probiere es. Während ich... Nein! Was war das denn jetzt? Ach so, das sind auch nochmal Item-Slots. Oh, das habe ich gar nicht wahrgenommen. So, okay. Dann gucken wir mal. Das Uchiga Tana. Es ist so schön, ein Dex-Charakter zu sein. Das Leben ist schön. Und zack, zack. Vielleicht sollte ich mich doch mal erstmal ans Feuerchen setzen, ne? Okay. Vielleicht ist es an der Zeit, sich auch nochmal einzustimmen. Ich könnte noch da lang gehen, wo diese komische Echse gewesen ist. Oder dieses Kristallvieh. Genau. Doch das machen wir beim nächsten Mal von Let's Play Dark Souls 3. Putnacker der... Jo. Ach so, da... Geht's hier weiter? Ich gucke mal. Vielleicht sehe ich dann auch mal einen Gegner, an dem ich nochmal mein Uchiga Tana ein bisschen ausprobieren kann. Weil ich mal gespannt bin, wie die Gebiete sind. Soll der größer sein und mehrere Wege zum Ziel, die führen. Und ich lasse jetzt mal den Ladescreen drin, damit ihr einmal zumindest seht, was da hier zumindest auf dem PC für Ladezeiten sind. Ich bin so doof. Mir fällt gerade ein... Oh... Mir fällt gerade ein, hinter dem Typen war ja vielleicht noch mal was. Aber das gucke ich mir beim nächsten Mal vielleicht noch an. Ich habe irgendwie... Hinter dem Typen könnte noch irgendwas gewesen sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Naja, gucken wir dann später mal. Aber gibt's hier kein Leuchtfeuer, oder? Das ist ein bisschen seltsam. Ich dachte, man kann sich nur von Leuchtfeuer zu Leuchtfeuer teleportieren, aber hier ist nichts. Da ist höchstens eine Türchen. Gehen wir mal durch das Türchen. Ich bin zu Hause! Oh... Schick. Echt schick. Wirklich schick. Die hohe Mauer von Lothric. Die kaputten Kisten von Lothric. Der tote Bernd in Lothric.
Erinnere mich jetzt gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen wie heißt es gleich noch hier, an das untere Janem oder so. Mit den aufgespießten Typen. Sie wollen nur, berühren. Oh, hier ist das erste Leuchtfeuer. Ich hoffe, von denen wird keiner wach oder so. Ihr habt doch, ihr habt doch alle schön, wie heißt es? Schön abgestimmt. Erstmal. Mit Erscheinen dieser Folge werden alle weiteren Abgestimmtheiten, also Abstimmungen für die Anzahl der Tode, sind hinfällig. Sollte man sie töten? Ich vermute ja. Genau. Oh! Oh! Das ist ein starker Bube. Oder auch nicht. Was gibt er denn für Seelchen? Und Hund 30. Okay, daran erkennt man, das ist kein starker Bube. Oh, ich mag es. Ich mag es. I like it. Oh, scheiße. Komm in meine Klinge, Junge. Sie dürstet nach deinem Blute. Zack. Na, guck mal, was ist denn der zweite Angriff? Nice. Ob das... Ich weiß nicht, ist ein Cheatless Run, ist es bis... Wie kann ich denn den Parry-Move hier mitmachen? Wie funktioniert denn das? Also, wenn ich jetzt in diesem Modus L2 halte, dann mache ich... Vermutlich muss ich es loslassen, damit ich pariere, oder? Gucken wir mal. Falsch! Nochmal. Oh Gott, ich habe die Animation nicht gesehen. Scheiße. Nein. Ich möchte auf ebenem Grunde mit dir kämpfen, mein Bub. Mein Freund. Also, ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Oder muss ich jetzt einmal draufdrücken? Nee. Dann mache ich hier einen auf Joe Cocker. Ich kapiere es nicht. Wie macht man das? Muss ich jetzt irgendwas drücken? Muss ich jetzt... So, okay. Ich mache jetzt erstmal... Okay, das verbraucht man meinen Fokus, merke ich gerade. Ist das jetzt zum... Was ist jetzt zum... Das ist wahrscheinlich zum Parieren? Also mit L2 gedrückt halten und dann R2 drücken und L2 gedrückt halten und dann R1 ist dieses Angriffsmanöver. Und das verbraucht auch Fokus. Das muss ich nochmal ausprobieren. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ciao.